weg, Ash. Oh, Gott sei Dank. Ash, was ist los? Sieht schlecht aus oben. Ash. Ash. Nein. Oh mein. Es tut mir so leid, Ashley. Was ist mit dem Alten? Keine Spur von ihm, ich glaube. Halt! Nicht liegen! Sag Gott, was ist das? Ja. Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Mein Alter! Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du tust das Richtige. Beobachtet sie. Ich bin bald zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Until Dawn, wo wir uns jetzt auf die Suche nach Josh machen mit Mike hier. Und es sind nur noch 2 Stunden bis zum Morgengrauen. Ja, mach mal lieber zu. Hätten wir die auch offen lassen können? Ich weiß gar nicht. Ah, super, schauen wir mal, wo wir ihn hier finden. Und wer sich übrigens wundert, warum Mike an der Hand verletzt ist, ich musste die Episode 5, war es, glaube ich, wegen einem Fehler in der Datei nochmal aufnehmen und hatte mich da aber anders entschieden. Deswegen ist Mike jetzt sehr wohl an der Hand verletzt, weil ich konnte es nicht lassen, um die Hand anzufassen an der Falle. Und ich habe aus Reflex den Hund getreten gehabt. Also der Hund war auch nicht so freundlich, wie ihr es in der Folge bei mir gesehen habt. Es tut mir leid, dass es da ein bisschen was verändert hat dadurch. Okay, hier waren wir ja schon mal. Super, jetzt müssen wir direkt wieder zurücklaufen. Oh je. Ich glaube, ich hätte eher gewartet, als jetzt Josh nochmal hinterher zu laufen. Wer weiß, ob der überhaupt noch lebt. So wie die Wendigos vorgehen. Heilige Scheiße. Was? Liegt da eine Schrotflinte? Verdammt, wie kommen wir jetzt da hin? Können wir da durch? Genau, hier waren diese Bilder, da waren wir ja schon beim letzten Mal, als wir hier waren. Hört man da im Hintergrund die ganze Zeit solche Wendigos? Okay, also da kommen wir anscheinend nicht durch. Oh, da glitzert was. Schauen wir erstmal hier kurz. Nee, hier ist nichts. Ist das da vielleicht der Schlüssel dann? In so einem Kästchen? Mal schauen. Ah, wo? Oh. Ist eine Zigarre. Nun gut, suchen wir mal den Ausgang. Wir da hier raus? Toll. Verschlossen. Okay. Sieht ja alles nicht mehr so besonders stabil aus. Da können wir auch nicht rein. Okay, da müssen wir anscheinend da nach oben. Ich hoffe, wir kommen nochmal irgendwie in diesen Raum da rein mit der Schrotflinte. Hm. Ja, vielleicht von oben. Können wir da vorne rein? Mal schauen. Hätte auch die Ruhe weg beim Laufen. Nee, sieht nicht so aus. Ist hier noch irgendwas? Ah, doch.
Also ich finde, dass man nicht besonders schnell laufen kann. Hat man echt so das Gefühl, ja, die schlendern so ein bisschen teilweise. Yay. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Was für ein Spruch. So, gut, dass wir ein Feuerzeug dabei haben. Ah, ich hätte ein paar mehr Schuss mitnehmen sollen. Muss reichen. Er hat doch so viele Taschen, da ein bisschen mehr Munition mit. Hätte ich mir jetzt merken müssen, wie viel Schuss er mitgenommen hat? Nicht, dass es so ist wie bei dem anderen Gewehr, wo wir irgendwie einen Schuss nur hatten. Ja, hier ist immer noch zu. Ah, okay. Ist natürlich scheiße laut gewesen. Oh, der Hund. Ja, ist super. Ja, das, was es war, was ich vorhin erwähnte, es tut mir leid. Ich hoffe, das hat jetzt nicht irgendwas Gravierendes verändert dadurch. Das ist das Problem, dass man bei dem Spiel nicht wirklich speichern kann. Und dass ich mit der Änderung jetzt leben musste. Da jetzt hin. Wow. Ist das? Verfluchter Dreck. Was ist das? Das sieht aus wie ein Gefängnis. Okay. Sollte ich das machen? Und jetzt? Okay, ich glaube, das musste ich machen. Das ist ultra creepy hier, da. Ich denke, jedes Mal, jetzt kommt irgendwas um die Ecke. Was haben wir hier? Welche Zellen? Boah. Ärztlichen Dokumente. Die haben sich aber auch gut gehalten für die Zeit wahrscheinlich. Was zum... So eine Scheiße. Wow. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Krass. Was zum Teufel? Wer hat denn so eine Kraft? War das ein Wendigo, der da eingesperrt war? Den Bisswunden zufolge. Das ist wirklich ekelhaft. Boah. Es ist eindeutig viel zu ruhig. Oh nein. Verdammt. Ich sag ja schon nichts mehr.
Boah, ist aber auch schon echt überall eingestürzt hier. Ich gehe jetzt mal hier nach... Das Bild können wir nicht anschauen. Ich gehe jetzt mal hier nach unten. Was haben wir? Schon wieder so ein Projektor? Ja, schauen wir doch mal. Was zum Teufel? Haben die mit den Wendigos experimentiert? Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Oh Mann. Anscheinend haben die hier in dem Sanatorium mit den Wendigos experimentiert. Das erklärt auch, warum diese Türen diese Beulen und alles haben. Was ist das? Sollte ich das tun? Ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwie Schuss habe, falls ich dann mal gegen einen Wendigo kämpfen müsste. Heilige Scheiße. Was ist das? Ups. Ich habe die Taste nicht gedrückt gehalten. Okay. Aha. Ist das hier nur so ein Gimmick oder sowas? So ein Zusatzraum? Habe ich jetzt dafür echt einen Schuss verbraucht? Oh Mann. Ich hoffe, dass mir das nicht noch echt teuer zu stehen kommt. Aber dann war die andere Richtung anscheinend richtig. Gut. Dann geh mal. Das Vieh ist so dicht hinter uns. Nein, nicht jetzt irgendwie auf den Hof gehen. Oder was auch immer das da ist. Oh doch. Oh nein. Nein, dafür verschwende ich keine Munition. Der passt überhaupt nicht rein. Eine scheiß Ratte. Oh Mann. Fuck, fuck. Ach komm, versteck dich. Scheiße, fuck, fuck. Verdammt. Na komm, schneller.
Kind.